Untheatralischer, bodenständiger 60s-Pop, von dem die Beatles oder Kings eine Menge gelernt haben könnten. The Bud aus Leipzig bewahren den legendären Sound mit eigenen Songs. Bewahren und umkrempeln ist sowas wie der Schlachtruf um den Schlachthof. Und das ist auch, was Eckhard Greiner tut. Nach dem Studium spielte er 4 Jahre am Theater Eisleben. Von dort holte er kostenlos 20 Stühle und würde gern aus ihrer Lebensgeschichte ein Theaterstück machen. Die wurden 83, glaube ich, eingebaut. Gesamtsumme von 226.050 Ostmark, also Mark. Wir haben dann eben recherchiert, welche Vorstellungen haben vor diesen Stühlen stattgefunden. Was gab es da? Es waren ja nicht nur politische Sachen oder so. Da wurde dann auch Charlies Tante oder sowas gespielt, 1984, wo man denkt, im Osten wurde Charlies Tante gespielt. Greiner, der bayerische Schwabe, mietete 2005 diese Räume und ist heute Intendant, Regisseur, Autor und Hauptdarsteller seines eigenen bunten Theaters. Hier erlebten die Stühle Karl Valentin und Tschechow, Kleist und vietnamesische Märchen. In Hanoi gibt es eben dieses Wasserpuppentheater, natürlich in Hanoi viel größer. Und in Hanoi ist das eigentlich ein Drache. Bei uns ist das zum Tiger umfunktioniert. Wir wollen Stücke machen. Ich würde sagen, im guten Sinne Volkstheater. Also Leute sollen reingehen, die noch nie im Theater waren und trotzdem alles verstehen. Und bei vietnamesischen Märchen ist sein Theater voller begeisterter Kinder. Aus überschaubaren Möglichkeiten mit kleinen und großen Ideen noch viel Größeres machen. Jedes Stück sieht anders aus. Michael Kohlhaas ist sozusagen Multimedia ganz alter Schule. Wir wollen schon auch ein Kiez-Theater, ein Kiez-Treffpunkt sein, dass Leute hier aus der Gegend auch herkommen und jetzt auch gar nicht unbedingt zum Theater, sondern manchmal kommen dann auch Leute einfach, um einen Wein zu trinken oder sowas, während eine Theatervorstellung ist. Für den Wein ist es noch etwas früh, wenn sich im Theaterfoyer der Puppenworkshop von Laura Erzeg-Simon trifft. Scheiße, wieso tötet sich der Faden gerade? Ja, es ist andersrum, oder? Ja, es ist genau andersrum. Genau, so können sie aussehen, wenn sie fertig sind. Mhm. Aber ich bin selbst immer überrascht, wie sie wirklich aussehen, weil ich weiß selbst nie so genau. Es kann auch ein Monster zu Halloween werden. Aber seit 4 Jahren macht sie hier diese Puppenkurse. Also meine Mutter hat schon solche Puppen gemacht. Ich habe quasi schon als ganz kleines Kind immer irgendwas gewerkelt und Puppen gemacht. Also eher so ein Stück Kindheit lebt da drin weiter. Zwischen Foyer und Theaterraum werkelt derweil auch der Intendant. Anderswo heißt das Catering. Hier brodelt schlicht das hausgemachte Essen für den Konzertabend. Also normalerweise nur Suppe und dazu halt Baguettes hier. Aber gegenüber vom Schlachthof im Theater wird im Regelfall vegetarisch gekocht? Im Regelfall vegetarisch, ja. Das lieben auch die Stars des Abends. Na, die besondere intime Atmosphäre, die hier herrscht. Ne? Also es ist klein, es ist kuschelig, es ist freundlich. Ne? Man hat das Foyer, wo gekocht wird, wo bewirtet wird. Und die Leute, die herkommen, fühlen sich eigentlich wie zu Hause. Ne? Als würden sie ins Wohnzimmer zu Besuch kommen. All she wanna be is the nicest. All she wanna have is a romance. That's